Der Zoo Duisburg ist von der Beschallung der Autobahn einmal abgesehen ein sehr schöner Zoo, den ich euch letztes Jahr in einem Zoo-Eindruck ja auch schon genauer vorgestellt habe. Doch die Auswahl für die Top 5 Gehege des Zoo Duisburgs fiel mir erschreckend schwer. Okay, die neue Anlage für sibirische Tiger ist natürlich ein offensichtlicher Kandidat. Zumindest das vordere und größere der beiden Gehege, das andere finde ich ehrlich gesagt weder von der Fläche her noch von der Gestaltung wirklich überzeugend. Aber das größere der beiden hat mit 1570 Quadratmetern eine annehmbare Fläche und ist vor allen Dingen wunderschön gestaltet. Nehmen wir alleine den Wasserfall und den Wasserverlauf durch das gesamte Gehege. Das kann sich durchaus sehen lassen. Auch die Einsichtmöglichkeiten für Besucher sind toll, sei es durch Glasscheiben oder über einen Graben hinweg. Mein Highlight der 2016 fertiggestellten Anlage ist allerdings die Aussicht vom Besucherausblick. Von hier aus kann man wunderbar das gesamte Gehege überblicken und unterhalb bietet sich eine besonders schöne Gelegenheit, den Tigern mit etwas Glück auf Augenhöhe zu begegnen. Damit ist die Tigeranlage auf jeden Fall auf der Liste und ich muss im selben Atemzug auch über die Löwenanlage reden. Deren altes Gehege wurde 2019 um die ehemalige Wiesentanlage erweitert, sodass die drei afrikanischen Löwen des Zoo Duisburgs nun 2500 Quadratmeter Außenfläche zur Verfügung haben. Die Fläche ist abwechslungsreich gestaltet und bietet den Löwen Klettermöglichkeiten, Schattenplätze zum Ruhen und sogar einen Jeep. Der wurde ganz bewusst direkt hinter einer 6 Meter langen Panoramascheibe platziert, denn er dient den Löwen als Ruhe- und Futterplatz. Insgesamt gibt es 6 Aussichtspunkte, sodass Besucher die Tiere nicht durch die Gitter hinweg beobachten müssen. Neben den Glasscheiben kann man den alten Teil der Anlage auch über einen Graben hinweg einsehen. Neben der modernen Löwenanlage liegen am Raubtierhaus aber auch die leider etwas veraltert wirkenden Anlagen für Binterons und Fischkatzen. So wunderschöne Tiere, aber ihr Gehege ist leider viel zu klein und auch nicht besonders schön gestaltet. Hier darf sich in den kommenden Jahren gerne einmal etwas tun. Zum Glück schon bestätigt ist, dass die Orang-Utan-Haltung bald überarbeitet wird. Das ist auch bitter nötig. Darüber habe ich schon in meinem Zoo-Eindruck geredet und meine Güte, ist das eine schreckliche Anlage. Aber mein Problem damit, eine Top 5 Gehege für den Zoo Duisburg zusammenzustellen, kommt jetzt nicht daher, dass hier viele Gehege so schrecklich veraltert wären. Es ragt nur einfach nicht besonders viel wirklich positiv heraus. Es ist alles ganz okay. Das Gehege für Zwergflusspferde ist zum Beispiel zwar schön grün und der Durchblick auf die Gorilla-Anlage dahinter ist top, aber es gibt keine Unterwasseransicht und besonders groß ist das Gehege auch nicht. Und besagte Gorilla-Anlage hat das gleiche Problem, also weniger die fehlende Unterwasseransicht, sondern auch die fehlende Fläche. Sie ist auch ganz schön gestaltet, aber könnte meiner Meinung nach deutlich größer sein. Platz ist generell wahrscheinlich das größte Problem im Zoo Duisburg, denn der Zoo ist prall gefüllt und meiner Meinung nach muss man hier in den kommenden Jahren wahrscheinlich das ein oder andere abgeben, um ausgewählten Arten dafür mehr Platz bieten zu können. Und ja, hier und da wirken die Gehege auch noch recht altbacken und sind ein eher trauriger Anblick wie bei den Seehunden. Da fehlt für diese Topliste weit mehr als die obligatorische Unterwasseransicht. Die Tiere brauchen einfach viel mehr Platz und wahrscheinlich in erster Linie für mich ein deutlich tieferes Becken. Auch das Gehege der Seelöwen ist zwar sehr schön in das Zoogelände eingebettet, aber für sich genommen sieht es aus wie der Standard des Blueprint für so diese veralterten 80er, 70er Jahren Seelöwenbecken. Aber genug gemeckert, denn das hier ist schließlich keine Flop-Liste, sondern eine Top-Liste. Also reden wir jetzt lieber wieder über einige Gehege, die mir tatsächlich gefallen und bei denen ich überlegt habe, sie auf diese Top-Liste zu packen. Das Gehege für Pelikane, Flamingos und weitere Wasservögel ist natürlich jetzt nicht unfassbar spektakulär, aber einfach ein sehr gutes Beispiel für eine klassische Willkommen im Zoo-Anlage. Sprich, wenn man den Zoo durch den Haupteingang betritt, ist das einfach direkt ein sehr schöner Anblick. Aber reicht das für die Top-Liste? Ikonisch ist für mich als jemand, der den Zoo Duisburg schon Ewigkeiten kennt, auf jeden Fall der Gehegekomplex für Watussi-Rinder, Pinselohrschweine, Breitmaulnashörner und Steppenzebras. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich euch diesen Anblick hier als top-listenwürdiges Gehege verkaufen soll. Bei der Rentieranlage direkt daneben würde mir das wahrscheinlich schon leichter fallen, denn sie ist sehr schön bewaldet, wirkt sehr naturnah und ist einfach ein schöner Anblick.
Gerade natürlich, wenn man wie bei unserem letzten Besuch das Glück hat, dass hier gleich drei Jungtiere zu sehen sind. Aber ich glaube, so langsam habe ich das Problem veranschaulicht, auch dieses Gehege ist natürlich nicht spektakuläres. Weitere Beispiele für ganz nette Gehege sind dann auch noch die Anlage für Nasenbären. Die Anlage der Zebramangusten gefällt mir auch sehr gut, vor allen Dingen, weil sie auch echt eine ordentliche Größe hat für die Tiere. Das Gehege der Flachlandtapire ist auch immer noch ein ganz netter Anblick. Aber am Ende habe ich mich aus der Masse an schönen, aber recht unspektakulären Gehegen dann für die Anlage der Sumpfwallabies entschieden. Denn die wunderschönen Wallabies leben hier vergesellschaftet mit Hühnern auf einer wunderschönen Anlage, die ähnlich wie bei den Rentieren vorhin sehr schön bewaldet ist. Aber das Gehege ist auch sehr hügelig und gerade das gefällt mir sehr. Und man kommt als Besucher fast komplett um die Anlage herum, also gibt es wirklich sehr schöne Einsichtmöglichkeiten auf die Tiere. Wie gesagt, natürlich ist das hier jetzt nichts Spektakuläres, aber es ist eben doch ein Anblick, der mich immer wieder aufs Neue erfreut und damit hat sie ihren Platz auf der Top-Liste für mich dann auch verdient. Sie passt außerdem natürlich sehr gut zum Australien-Fokus des Zoo Duisburgs und entsprechend werdet ihr wohl nicht überrascht sein, wenn ich euch sage, dass noch eine weitere Australien-Anlage es auf diese Top-Liste geschafft hat. Nein, es ist nicht das Koala-Haus, das konnte ich bei meinem letzten Besuch auch mal wieder nicht besuchen und es wäre es auch so nicht gewesen. Und ist es auch nicht die neue Australien-Voliere, denn die war bei meinem Besuch noch nicht fertig. Sie sieht allerdings sehr vielversprechend aus, also vielleicht dann bei meinem nächsten Besuch. Stattdessen ist es jetzt erstmal an der Zeit, die Anlage für tasmanische Teufel zu loben. Dieses Gehege ist schon auf den ersten Blick wunderschön hügelig und sehr naturnah und dicht bewachsen. Sie ist allerdings vor allen Dingen auch sehr durchdacht strukturiert und bietet den tasmanischen Teufeln somit einen sehr ansprechenden Lebensraum. Und der Besucher kann die Tiere durch oder über Glas hinweg hier wirklich wunderbar beobachten. Die Beutelteufel können sich den Blicken der Besucher zwar entziehen, doch die neugierigen Tiere wuseln in der Anlage meist fröhlich umher oder sie erklimmen einen ihrer Lieblingsorte, den Aussichtsbaumstamm, sodass sie den Besuchern dann einen ganz besonders spektakulären Anblick bieten. Oh wow. Und damit ist es jetzt also an der Zeit, über die meiner Meinung nach wohl schönste Anlage im Zoo Duisburg zu reden. Wer den Zoo kennt oder meinen Zoo-Eindruck gesehen hat, der wird jetzt wahrscheinlich schon wissen, worauf es hinausläuft. Ja, richtig, es ist die Anlage für Brillenbären. Als Besucher kann man die Tiere hier entweder durch Glasscheiben beobachten oder man wählt den völlig barrierefreien Überblick über die Anlage. Ein wunderschöner Anblick mit Wasserverlauf, vielen Felsen, Pflanzen und zahlreichen Klettermöglichkeiten, die einer der Brillenbären bei unserem letzten Besuch auch wahrgenommen hat. Was für ein spektakulärer Anblick. Das Gehege bringt es immerhin auf 1600 Quadratmeter. Das ist auf jeden Fall ganz anständig, könnte aber wie so ziemlich alle Gehege in Duisburg durchaus noch etwas größer sein. Aber auf diesem Gelände wird den Brillenbären ein abwechslungsreicher, naturnaher Lebensraum geboten, sodass es für mich als Besucher ganz besonders viel Spaß macht, die Tiere hier zu beobachten. An keinem Ort im Zoo Duisburg bin ich lieber und damit ist die Brillenbäranlage aus dem Jahr 2012 für mich auf jeden Fall Platz 1. Aber wie sieht es bei euch aus? Stimmt ihr grundsätzlich meinen Eindrücken zu? Was sind eure liebsten Anlagen im Zoo Duisburg? Oder lasst mich alternativ in den Kommentaren wissen, zu welchem Zoo, zu dem ich bereits einen Eindruck gemacht habe, ich noch so eine Top-Liste machen sollte. Gebt bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, das hilft wirklich sehr und klickt natürlich auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und zu guter Letzt, vielen Dank an unsere Top-Patreon-Unterstützer Patrick Wittwer, Vincent Berg, Yannick Heller und Noah Weiß. Wenn auch ihr Zoo-Erlebnis unterstützen wollt, schaut vorbei auf patreon.com/zooerlebnis und sichert euch Zusatzinhalte und weitere richtig coole Boni. Vielen Dank und bis bald, euer Martin.